Menschen mit einem Trauma haben sehr häufig eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Und ich selbst kenne das auch. Und umso tiefer wir dann gehen, umso mehr Aspekte entdecken wir dann in uns an Traumata, was uns noch alles geschehen ist und uns verletzt hat und Schmerz ausgelöst hat. Und umso erstaunter war ich eines Tages, als ich herausgefunden habe, dass das Trauma in sich aber auch neben dem ganzen Leid, was es natürlich hervorruft, auch ein Geschenk für uns bereithält. Und ich denke sogar mehrere Geschenke. Und in diesem Video möchte ich besonders vor allem ein Geschenk mit dir teilen, was vielleicht auch ein wenig ungewöhnlich für dich ist, davon zu hören. Und ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Falls dich das Thema interessiert, dich das Thema persönlich sogar betrifft oder berührt, dann wisse, du bist damit sicher nicht allein. Es geht den allermeisten Menschen so. Und was zum Beispiel geschieht, wenn wir wirklich tiefe Traumas in uns haben, ist, dass wir dem Leben gegenüber uns verschließen und ein Misstrauen gegenüber anderen entwickeln. Weil die meisten Traumata geschehen jetzt ja zum Beispiel durch andere Menschen. Ja, und von diesem Trauma spreche ich jetzt. Das sind Traumata, die andere Menschen verursacht haben, sei es durch Gewalt, sei es durch Unterdrückung, sei es durch Missbrauch, durch was auch immer es gekommen ist. Und dass eben dieses tiefe Misstrauen in uns auslöst, sodass wir dann, wenn wir dann aufwachsen, zunächst mal anderen gegenüber kein Vertrauen aufbringen können. Eben weil wir in unserem Vertrauen verletzt worden sind. Häufig ist es, würde ich sagen, sogar immer so, beginnt das auch damit, dass wir uns selbst auch nicht mehr wirklich vertrauen. Ja, und gerade in dieser Thematik liegt ein sehr, sehr großes Geschenk drin enthalten. Ich habe lange geglaubt, dieses Misstrauen den anderen gegenüber, das sei einzig ein Makel und ich müsste ab sofort so lernen, einfach anderen wieder zu vertrauen, was ja auf der einen Seite auf jeden Fall auch stimmt. Also, und das Leben ist so viel schöner, wenn wir im Vertrauen mit anderen Menschen sind. Doch habe ich entdeckt, dass es ein Geschenk darin enthalten ist, eben nicht mehr den anderen zu vertrauen, indem wir wirklich ganz auf uns selbst zurückgeworfen sind. Ja, wenn du wirklich zutiefst gelernt hast, ich kann niemanden vertrauen, ja, weil es könnte immer was geschehen und vielleicht hintergeht oder verrät mich der andere dann doch noch oder tut mir weh, dann hast du gelernt, einfach ganz bei dir selbst zu schauen, ganz bei dir anzukommen, zu spüren, was für dich stimmt und was nicht. Ja, wenn auch das meistens am Anfang noch sehr, sehr gestört ist, so, ne? Es ist dann so ein Entwicklungsweg. Aber ich habe meinen eigenen Weg jetzt mal im Rückblick betrachtet und erkannt und gesehen, herausgefunden für mich, dass ich eben genau das dadurch gelernt habe, wirklich ganz auf mein Innerstes zu hören und zu vertrauen. Und wirklich niemanden mehr sozusagen die Macht zu übergeben, zu entscheiden, was für mich richtig oder falsch ist. Sondern ganz auf meine innere Stimme zu hören und zu vertrauen. Und das ist das unglaubliche Geschenk da drin. Und gerade in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ja, es gibt so viele Einladungen, so viele Inspirationen, auch Manipulationen. Überall bekommst du zu hören, was jetzt gerade weltweit geschieht. Ja, auch auf meinem Kanal teile ich meine Gedanken darüber, worum es gerade geht oder gehen könnte. Doch das, was für dich wirklich alleine wichtig ist, was für dich eine Rolle spielt, das kannst ja nur du wissen, das kann dir niemand im Außen sagen. Und darum ist es ein Geschenk, wenn dein Trauma dich dazu gebracht hat, dass du auf dich lernst zu vertrauen. Einfach nur auf dich, auf deine innere Stimme. So bist du immer
göttlich geführt, du bist immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und das ist ein riesengroßes Geschenk. Was vielleicht manchmal sogar Menschen, die nicht so ein tief gestörtes Vertrauen haben in andere, manchmal sogar noch ein bisschen schwerer fällt, weil sie ja gelernt haben, auch auf andere zu hören. Sie konnten ihnen vertrauen. Und bitte jetzt nicht missverstehen, natürlich ist das wundervoll, du wächst auf und hast einfach nur die Liebe erfahren, ja? Und du kannst im Vertrauen sein, darum geht es natürlich nicht. Und ja, du darfst jetzt wirklich immer weiter tiefer auf dein eigenes Innerstes hören und wissen, da drin findest du alles, was du brauchst. Da sind die ganzen Antworten. Du bist gar nicht darauf angewiesen, das vom Außen zu bekommen. Und umso mehr du dann wieder auf dich selbst vertraust, deine innere Führung, ja, kommst du in diesen Fluss und dann begegnest du natürlich auch anderen Wesen und Menschen, die dich wie mit einer Hand nehmen und mit denen du gemeinsam durch dein Leben schreiten kannst und wo du Vertrauen spürst. Ja, natürlich geht es nicht darum, wie ein Eremit zu leben, ganz alleine, nur mit sich. Ja, wir sind hier eine Familie. Und wir machen diesen Schritt jetzt zurück in unser Herz mit vielen gemeinsam. Ja, und das wollte ich so gerne mit dir teilen, dass du erkennst, dass du eben nicht nur im Drama und Trauma steckst und dass du nicht nur im Leiden bist dadurch und dass es eine Anstrengung ist und alles so schwer und du musst dich da rauskämpfen, sondern dass du von Anfang an schon sehen kannst, dass es ein Geschenk für dich beinhaltet, dieses Trauma, diese Erfahrung, die du dir ja sogar selbst gewählt hast, auch wenn es vergessen hat, ja. Trotzdem bist du ja hierher gekommen und ist dir das widerfahren, um etwas Wichtiges dadurch zu lernen. Ja, in diesem Sinne. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen, gesegneten Tag und freue mich sehr, dich wiederzusehen.